Es gibt auf jeden Fall Chance, dass beide mitfahren. Timo Werner ist ein anderer Spielertyp. Diese Nominierung hat aber auch eine Formkomponente. Gomez und Wagner sind beide in einer starken Form und ich werde beiden Chance geben, zu spielen. Löw über Ken und Rudi. Emre Can wird jetzt nicht mit uns spielen. Und was Rudi angeht, seine Frau ist hochschwanger. Er soll jetzt bei seiner Frau bleiben, weil er bei uns natürlich auch nicht mit der richtigen Konzentration dabei wäre, ist doch klar. Löw über Max. Philipp Max spielt aktuell für WM keine Rolle. Er ist sicherlich ein guter Spieler, aber wir haben ihn im Moment nicht in den Planungen. Löw über Härtefälle, also es ist ja noch ein bisschen hin bis zur Nominierung und dann schauen wir mal. Die Leistung steht natürlich über allem, aber auch Teamfähigkeit und Einfühlungsvermögen. Aber dann ist es natürlich auch so, dass ich positionsbezogen entscheiden muss. Alle Kriterien spielen eine Rolle und manchmal entscheidet dann auch mein Bauchgefühl, wenn ich glaube, dass ein Spieler ein Match entscheiden kann. Löw zu Neuer. Wenn ein Spieler in der Vorbereitung überhaupt keine Rolle spielen kann, ist es natürlich auch schwierig, ihn dann zu nominieren. Auf der anderen Seite liegt Manuel Neuer absolut im Zeitplan, das hat der Doc mir auch noch einmal bestätigt. Er darf aber auch nicht überziehen. Er muss Schritt für Schritt vorgehen, ist aktuell bei 90% und will C-Woche aber voll belasten und dann denke ich, dass er auch bei Bayern in der Saison noch zum Einsatz kommt. Da bin ich absolut optimistisch. Löw über Aufstellung. Wir haben entschieden, dass Marc in beiden Spielen im Tor stehen wird. Ansonsten werde ich aber nicht gleiche Mannschaft in beiden Spielen aufstellen. Deswegen kann ich aktuell noch nicht viel sagen, da gehen wir heute Abend in Planung. Das Gerüst mit Jerome, Mats, Kroos, Müller wird morgen sicherlich beginnen und dann müssen wir mal schauen. Löw über Nominierung. Mario Götze ist keineswegs abgeschrieben. Auch Reus nicht. Marco Reus hätte ich sowieso nicht nominiert für C-beiden Spiele, weil man bei ihm immer Gesundheit im Auge behalten sollte. Gleiches gilt für Schürrle. Löw über Herausforderung. Titelverteidigung. 2014 hat uns ausgezeichnet, dass wir ein Team waren und jeder sich auch absolut in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Wir wissen, dass das Turnier Unmenschliches von uns abverlangt, denn wir sind Gejagten. Und wir wollen nicht, dass uns das passiert, was zum Beispiel den Spaniern nach den Erfolgen passiert ist. Aber kommenden Gegner sind ein guter Test, was Leistung angeht, aber auch für mich, um noch zu testen. Löw über Mannschaftssituation. Als erster stellt sich Jogi Löw den Fragen. Es ist letzte Zusammenkunft der Mannschaft vor der Nominierung am 15. Mai und dem Trainingslager und damit auch vor der WM. Die Spieler haben aktuell bei ihren Vereinen auch noch sehr wichtige Ziele, sie noch erreichen wollen. Auf der anderen Seite läuft uns natürlich auch ein bisschen Zeit davon. Es ist also gut, dass wir mit Spanien und Brasilien zwei Gegner haben, auch zu den absoluten Favoriten gehören. Gestern gab's das erste gemeinsame Training und natürlich ist es so, dass wir Trainer jetzt genau beobachten, wer uns überzeugt und wer in der Lage ist, nach der Saison noch Top-Leistungen zu bringen. Deswegen erwarten wir von den Spielern natürlich eine optimale Vorbereitung und absoluten Fokus an jedem Tag und in jedem Spiel, auch bei den Vereinen. Voting: Welcher Torhüter soll mit zur WM? Am 15. Mai gibt Joachim Löw den offiziellen WM-Kader bekannt und noch immer ist deutsche Nummer 1 nicht fit. Wir wollen von euch wissen, welche drei Keeper soll Jogi mitnehmen? Ihr entscheidet. Koan Neuer bei der WM. Nach dem erneuten Mittelfußbruch ist Manuel Neuer noch immer nicht zurück im Mannschaftstraining. Schafft deutsche Nummer 1 es bis zur WM fit zu sein? Wir haben uns Personalie Neuer mal genauer angeschaut.